Hallo und herzlich willkommen in Klammern zurück Fragezeichen zu Anno 1800. Ja, das war ja interessant. Mitwirkende, das waren die großartigsten Credits, die ich jemals, muss ich aber sagen, geil. Geil. Kennt ihr noch andere Spiele, wo so geile Credits laufen? Würde mich mal interessieren. Da so viel Energie reinzustecken, voll gut. So, jedenfalls. Ja, wir wollten ja ursprünglich spielen. Und ich mach mal nicht als Mehrspieler. Ich weiß, Mehrspieler geht natürlich auch, aber ich habe aktuell so viele Mehrspieler-Projekte auf dem Kanal laufen, mit Harvey's Crew, mit Satisfactory, das übrigens bald weitergeht. Na, da versuchen der Funk und ich noch einen gemeinsamen Termin zu finden. Und natürlich mit dem Tobi Seven Days. Das ist einfach, ne, also ich mache jetzt mal ausnahmsweise und ich mache jetzt hier, gucke. So, und ich mache nicht Kampagne, sondern ich mache einfach freies Spiel. Geht nach Abschluss ins freie Spiel über. Erleben Sie die Kampagne. Ich mache aber einfach freies Spiel, oder? Weil ich würde gerne, dass wir selber uns ein bisschen was aufbauen, wobei das hier bestimmt auch schön ist. Schön, wie die langsam ranzoomen. Das muss jetzt direkt auf seine Stirn gehen, bis alles nur noch seine Stirn ist. Ah, na gut. Ich mache freies Spiel. So. Und dann fortsetzen. Wir wollen uns einfach frei entfalten. Mehr Hilfe. Ich brauche mehr Hilfe. Ja, ich bin noch nicht so anno-konform, wie wahrscheinlich die meisten hier. Und ich muss jetzt schon davor warnen, ja, genau wie bei der Closed Beta warne ich jetzt schon mal vor, meine Bauweise wird sehr Borg-affin sein. Ja, das wird aussehen wie bei den Borg, weil, und ne, die Anno-Profis bestätigen es immer gerne, ich habe schon mal gesagt, eine gute Anno-Stadt sieht aus wie eine Excel-Tabelle. Und da fühle ich mich halt wieder zu Hause. Das ist halt genau mein Ding. Wer schon sich bei City Skylines bei mir die Haare gerauft hat, der kann sich jetzt die Gesichtshaut abziehen, komplett. Denn ich werde hier genauso spielen. So, die Frage ist nur, wen werden wir spielen? Spielen wir die Dame hier? Die sagt nichts. Spielen wir diese Dame? Die sagen alle nichts. Na gut, dann, ich dachte jetzt, da gibt es ein Sprüchlein, feinen Preis. Ich bin versucht, den Kollegen hier aus den Credits zu spielen. Er sieht ein bisschen aus wie Berufsalkoholiker, da muss man vorsichtig sein. Ja, weiß ich nicht. Das sind doch die Arbeiter immer hier. So, pass auf. Ich spiele mal wieder Ihmchen hier. Den habe ich in der Open Beta schon gespielt. Da hatte ich viel Glück. Er jetzt immer so der Devote, Ich spiele mal wieder ihn hier. So. Und unser Zeichen. Eigentlich wäre hier ganz gut. Das würde natürlich passen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, wir haben ein Special-Ding gekriegt, weil wir die Open Beta gespielt haben. Welches, aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Welches war das denn gleich nochmal? Also es gibt ein paar Special-Dinger, die man hier kriegen kann. Zum Beispiel, wenn man hier klicken, Ubisoft-Belohnung anzusehen. Ihr würdet das nicht sehen, ist ein Overlay. Hier, das hier haben wir bekommen, genau. Das hier haben wir bekommen. Ist ein bisschen Revoluzzer-Style, dafür, dass wir Open Beta gespielt haben. Und es gibt noch andere, wenn man andere Anno-Teile hat oder so, dann kann man hier auch ein paar freischalten. So, eine Sache muss ich vielleicht noch erwähnen. Pass auf, ich gehe nochmal ganz kurz raus. Wir wissen ja, wen wir nehmen. Ich zeige nochmal ganz kurz eine Sache. Ich klicke mich ja ganz schnell wieder durch, das haben wir ganz schnell wieder da. Wer sich erinnert, bei Foundation, das haben wir ja gespielt, da mussten wir pausieren ein bisschen, weil wegen Buggy-Bug-Bug. Und da habe ich ja den sogenannten Wuselfaktor erwähnt, den es damals aber bei den Siedlern gab. Ja, und die Siedler waren von Blue Byte und die Anno-Reihe ist auch von Blue Byte. Eine deutsche Firma mit Sitz in Mainz, ja, gehören inzwischen zu Ubisoft, trotzdem, Blue Byte sitzt immer noch in Mainz. Und hier in den Optionen, der Wuselfaktor, ultra hoch. Ich muss ganz kurz dazu erwähnen, es kann passieren, dass es hier vielleicht ein bisschen... Ja, dass es hier vielleicht ab und zu ein bisschen ruckelig wird, vor allem wenn ich eine Sache ausprobieren werde und so, habe ich gehört, da soll es ruckelig werden. Kann ein bisschen ab und zu ein bisschen ruckelig werden, wenn wir en Detail gehen, ja. Aber mir war es wichtig, den Wuselfaktor auf Ultra hochzulassen. Ihr werdet sehen, warum, ihr werdet verstehen, warum. So, ja. Dafür werden sehr viele Menschlies da rumlaufen. So, jetzt aber ganz schnell neues Spiel, freies Spiel, das machen wir jetzt ganz schnell hier. Mehr Hilfe ist nöten, vonnöten. Wir nehmen ihn hier wieder und dann würde ich aber, weil es einfach so schön passt, nehme ich einfach das hier. Ich finde, das passt gut zu ihm. Und unsere Farbe ist, schwarz würde gut zu ihm passen. Aber ich mach mal Gold. Ja, Gelb, Gold, Sonne, was auch immer. Die Sonne habe ich feststehend gemacht übrigens. Der heißt nicht Teriyaki, was? Ist der eingeheiratet? Ich mach mal McMoneysack. Ja, McMoneysack, falls ihn jemand kennt, aus dem Disney-Universum kann man eigentlich sagen.
ich weiß nicht mal, wie ist denn der mit Vornamen, McMoneySack? Das war doch ein Kontrahent von Dagobert Duck, oder? Aber ich finde, der Name passt einfach. McMoneySack. Der hat doch keinen Vornamen, der heißt einfach nur so. Vielleicht ist der Vorname ja Mac. So, Imperium-Paket. Oh! Wählen Sie alternative Skins für Ihre Fahrzeuge aus. Diese Skins können nicht mehr geändert werden, sobald ein Spiel begonnen hat. Wir haben übrigens das Imperium-Paket. Und wir haben das 1602-Denkmal verfügbar als zusätzliches Ornament. Okay, Ich mach mal mit alternativen Skins, ja? Weil die kenne ich noch nicht. Ich lass mich überraschen. Es wird sicherlich ähnlich aussehen, aber imperiale Flaggschiffe, das passt zu McMoneySack. Das geht schon. So, ich mache normal, weil das ist es, was ich bin. Relativ normal. Ja, ich bin nicht fortgeschritten, Experte schon gar nicht. Ich bin einfach ein relativ normal Guy. So, Karl ist ein widerlicher kapitalistischer Geldsack, der seinen Eltern vorwirft, dass sie den einstmals großen Namen von Malching verblassen ließen. Er ist stets verzweifelt bemüht, sich mit dem Adel gut zu stellen und natürlich Gold einzuhäufen. Seine Philosophie lautet, Geld ist gleich Ruf, also immer her damit. Sind wir momentan dieser Karl? Karl, das tötet Menschen. Ich finde übrigens den Soundtrack wahnsinnig gut. Der Soundtrack, den könnte ich mir auch so anhören einfach. So. Und wie gesagt... Ich bin ein guter Beobachter, mein Freund. Wenn mir etwas auffallen sollte, lasse ich es dich wissen. Vielen Dank, mein Berater A-Hand. Kennst du A-Hand und B-Hand? Das sind so zwei Backenhörnchen von Disney. Okay. Wie gesagt, ich bin... Ne, also ich habe mich schon ein bisschen eingespielt. Das heißt, das macht mich aber noch lange nicht, um Gottes Willen, zu einem guten Anno-Spieler. Zum Beispiel drücke ich jetzt W für Wohnhaus, glaube ich. Stand nicht weiter. Braucht einen Marktplatz. Die Menschen benötigen einen Ort, um ihre Vorräte aufzustocken. Sorge dafür. Dankeschön, mein kleines Croissant. Ich nenne die deswegen Croissant, weil die einfach mit den... Da haut die wieder ab. Die sieht mit den Haaren aus wie ein Croissant. So, wir beginnen mit einem Marktplatz. Jede gute Geschichte beginnt mit einem Marktplatz. So, mit Punkt und Komma kann man drehen. Und ich habe schon gelernt, ich darf nicht zu nah an den Hafen bauen, ja? Das wurde mir in der Closed Beta schmerzlich bewusst. Ich muss irgendwie die Waage finden... zwischen der Nähe zum Hafenlager und dort hinten. Ich mache es... Hier kommt mir noch nicht so richtig vor. Aber ist egal. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind leider nicht mittig von der Insel. Da oben breitet sich das Ganze ein bisschen aus, aber hier haben wir auf der rechten Seite ein bisschen wenig Platz. Das heißt, nach rechts werden wir nur Wohnhäuser haben. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn ich das jetzt nicht vor den Hafen machen würde, sondern ein bisschen weiter nach links. Aber wie gesagt, ich bin kein guter Anno-Spieler. Und das entschuldigt mich in Zukunft für alles, was ich hier tue. So. So, wir bauen den Weg und um mich daran zu gewöhnen, ja, mache ich das... Ich kann hier draufklicken, aber da steht auch Bauen mit S. Das ist der Shortcut. Ich drücke S. So. Und jetzt verbinde ich die beiden hier. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann können wir hier natürlich auch noch eine Straße. So. Es ist wichtig, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Wohnhäuser in der Nähe des Marktplatzes errichtet werden und Sie über Wege mit ihm verbunden sind, damit Ihr Volk Zugang zu Waren hat. Ja, gut. Das kann man jetzt so sehen und so sehen. Ich mache das hier einfach mal ein bisschen random dran. Wie gesagt, es wird ein bisschen echsentabellig aussehen. Echsentabellig. Echsenmenschen werden hier wohnen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Landwirtschaft. Weil wir jetzt das Bauernvolk bei uns wohnen haben. Ich mache nicht 2x2, ich mache 2x3. So. Ich schätze deine Hilfe. Wie überfällig sie auch sein mag. Danke, mein kleines Croissant. Und ich beginne mit viel zu viel Häusern. Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Oh ja. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Oh ja, das habe ich vergessen. So, und wir brauchen natürlich noch Straßen. Erstmal, das sind zwar seine Straßen, aber ich baue die trotzdem. So, sonst brechen die Häuser nämlich in sich zusammen, wenn die Einwohner müssen Straßen haben, um nach Hause zu kommen. Es gibt noch keine Autos, aber ohne Straßen geht es nicht. So, wir machen gleich Produktionskette für Bretter. Das machen wir gleich. Aber erstmal will ich eine Sache ausprobieren. Ja, das mache ich gleich hier. Oh, wie cool. Okay, die Straße verschwindet ab und zu mal. Es gibt dieses Easter Egg. Wir haben uns in der Closed Beta und in der Open Beta haben wir uns ja unbedingt gewünscht,
dass man irgendwie reinzoomen kann und dann rumlaufen kann, wie einer von den Leuten hier. Und das ist aber nur ein Easter Egg, das ist kein Feature vom Spiel. Das ist so cool, dass das jetzt geht. Auch wenn das mit der Straße noch ein bisschen komisch aussieht, wir ignorieren das einfach mal. Aber dass wir jetzt hier überall rumlaufen können, das ist echt schon großartig. So, und da das ja eigentlich kein Feature ist, kein öffentliches, sieht man natürlich auch Sachen wie das hier. Und Leute sehen alle so ein bisschen aus wie bei Black and White oder so. Ach süß, so ein bisschen klumpig. Der hat richtige Sportschuhe an. Mensch, GG, mein Guter, GG. Und da hat man gerade so ein bisschen die Polygone gesehen. Ach, schön. Oh, oh, knuffig. Wie gesagt, es ist kein offizielles Feature, es ist einfach nur, ein Easter Egg. Und ich mache das gerade zum ersten Mal. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Deswegen feiere ich das gerade so. Und es wurden sogar Schrittgeräusche eingebaut, fällt mir gerade ein. Blumen für die Damen. Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht, dass man nicht nur in der Stadt rumläuft, sondern auch hier. Und ich kann sogar rennen. Nein, warte auf mich. Survival. So. Ich renne mit den Wölfen. Ich bin gespeichert. Ja, sicherlich, gleich. Okay, ins Wasser kann ich nicht, aber ich kann hier im Wasser stehen. Das da draußen, der Grauschleier, ist ein Schatten des Krieges, ne? Also das ist dieser Fog of War, da haben wir noch nicht erforscht. Da kommen wir später zu, das wird später aufgedeckt werden, genau wie hier. Bis jetzt ist nur unsere Insel aufgedeckt, deswegen haben wir da draußen noch ein bisschen Grauschleier. Weil wir nicht wissen können, was da draußen ist, auch wenn ich gerade hingucke. Wer ist denn da? Achso, du bist es wieder. Ach süß. Huch. Huch. Hat sich einer verlaufen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oh, ich bin gerade aus Versehen Dorf geworden, während ich hier... Gut, schnell wieder hindrehen. Wie gesagt, die Sonne habe ich festgestellt, ja, für Anno-Spieler. Damit die Schatten nicht drehen, sondern damit die Schatten bleiben. Habe ich einfach gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Habe gehört, da gab es wohl Diskrepanzen bei zwischen Anno-Spielern. Aber ich persönlich kenne mich da nicht aus, mir gefiel es einfach nur persönlich besser. So, wir bauen ein paar Holzfäller irgendwo. Hier hinten kommen wir erstmal eine Weile nicht hin, Warte mal. Zinkvorkommen. Eisenvorkommen. Okay, wir werden hier hinten hinkommen. Lehm haben wir da vorne. Das werden wir alles relativ recht. Oh, die Insel ist schön groß. Hätte am liebsten woanders angefangen, wenn ich ehrlich bin. Nicht unbedingt an dem Strand hier, aber gut, dafür ist der Strand recht groß. Was ich mal schnell baue, ich weiß, wir müssen andere Sachen bauen, aber ich baue mal schnell ein paar Fischer. Dann haben wir dazu schon mal ausgesorgt. Was? Das sieht ja so anders aus. Das liegt wahrscheinlich an einem anderen Skinset. Wurde auch Zeit. So. Ich mache hier mal ein paar Fischlein, ne? Dann können die Leute schon mal speisen. Adrett speisen. Jetzt müssen wir aber dringend gucken, dass wir hier oben unseren Saldo ausgleichen, unsere Bilanz. Ja, die beläuft sich momentan auf 78 minus. Das heißt, wir verlieren aktuell Geld. Die Leute sind momentan ein bisschen unglücklich. Das sieht man hier. Aber wir werden all das in den kommenden Folgen hindrehen. Das kriegen wir alles hin. So, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwo eine Straße. Das Problem ist, wenn wir irgendwo ein Lagerhaus bauen, das müssen wir, damit das Holz da reingeht. Oh, vielleicht muss ich mal Straßen bauen. Ich bin sehr schlau übrigens. So. Das müsste reichen. Dann kommen die Fische auch ins Lager. Wenn wir irgendwo ein Lagerhaus bauen, dann muss das jetzt per Straße mit einem Kontor verbunden sein. Das heißt, auch wenn ich hier hinten irgendwo ein Lager baue, ne, dann muss das trotzdem per Straße verbunden sein. Das heißt, ich sollte nicht allzu weit wegbauen. Ich mache es mal hier. Das kann ja eh umziehen. So. Neue Kleidung machen wir gleich. Okay, pass auf. Wir haben Holzfällerhütte. Und ein Produktionszyklus dauert 15 Sekunden für Holz. Und ein Sägewerk, ein Produktionszyklus, auch 15 Sekunden. Das heißt, pro Holzfäller können wir ein Sägewerk bauen. Wenn wir keine Baumstämme übrig haben wollen. So rum. Ich mache erstmal eine Straße. Die mache ich einfach random hier irgendwo rein. Drehe mal ein bisschen nach oben, damit man ein bisschen mehr sieht. Und dann mache ich hier zum Beispiel einen Holzfäller die hin. Da so. Und ich achte mal drauf, dass die auf 100% bleiben. Das heißt, wenn die sich jetzt zwei überlappen, muss ich gucken, der bleibt noch bei 100%. Bei zweier Überlappung geht das ganz gut. So, drei Holzfäller. Also können wir auch drei Sägewerke bauen.
Die Sägewerke sollten sich am besten nicht mit ihm da überschneiden. Gucke, sonst hat er 98%. Hier unten geht's aber wieder. Das heißt, ich könnte eine Straße reinbauen. Das ist nicht symmetrisch. Ah gut, es wird schon irgendwie gehen. So, 3 Sägewerke werden ja erstmal reichen, hoffe ich. Und wie gesagt, das ist jetzt hier nicht, ne, das ist eher so symbolisch zu sehen. Lagerhaus fehlt momentan, das kommt gleich. Das hier ist momentan eher symbolisch zu sehen, das heißt, es ist nicht schön. So, achso. So, 3 Sägewerke und ein Lagerhaus baue ich gleich daneben. Wo ist es? Da ist das Lagerhaus. Und das muss jetzt... Ja, Bretter müssen im Lagerhaus aufbewahrt werden. Sorgen Sie dafür, dass das Sägewerk über einen Weg mit einem Lagerhaus in der Nähe verbunden ist. Jo, mache ich. So, das Lagerhaus haben wir auch. Und die produzieren schon fleißig hier. Schönen Tag auch. Guten Tag. Die pflanzen jetzt erstmal hier offenbar. Das heißt, die bauen erstmal... Also, die bauen den Wald. Nein, also die pflanzen jetzt erstmal Wälder an, damit sie auch roden können. Die sind schon unterwegs, ne? Die sind schon hier in genug Wald. Die werden später nachpflanzen, glaube ich. So, die haben noch nichts zu tun, da kommt Holz rein. Und hier, alle Lagerhäuser müssen mit dem Konto verbunden sein, ansonsten endet dort der Transport einer Ware. Das heißt, sobald wir den Konto angeschlossen haben, stehen die Sachen in jedem Lagerhaus zur Verfügung. Stillstand gespeichert. Das heißt, ich ziehe die Straße einfach mal hier fröhlich lang. Ist das hier richtig? Wir werden es gleich herausfinden. Ja, und dann mache ich hier einfach über Eck. Selten werden Versprechen noch erfüllt. Danke. Kein Problem. Mein Croissant. Mit den leichten Augenringen. Was ist da los? Bestimmt übernächtigt. Alle Lagerhäuser teilen sich den Lagerplatz. Sobald eine Ware an ein Lagerhaus geliefert wurde, steht es auf der gesamten Insel zur Verfügung. Das ist richtig. Und noch eine ganz kleine Klarstellung für Anno-Spieler. Ich habe gehört, in bisherigen Anno-Teilen war es so, jedes Lagerhaus erhöht den Gesamtlagerplatz. Das ist hier nicht so. Bei Anno 1800 läuft das alles übers Kontor. Über den hier. Und wir können hier später noch ein bisschen ausbauen und kriegen... War das hier? Ich glaube, dadurch kriegen wir auch mehr Lagerplatz. Mir war so, als wäre es so. So, Bretter gehen gerade nach unten, aber die kommen gleich wieder ran. Also keine Sorge. So, jetzt haben wir das Problem, die Leute wollen Klamotten tragen. Das verurteile ich. Alles in Ordnung soweit. So, die ist relativ zufrieden, aber leider fehlende Waren. Es fehlt noch Arbeitskleidung. So, und Arbeitskleidung werden wir später sehr viel brauchen. Sie müssen nicht alles produzieren, wenn Sie andere dafür bezahlen können. Wählen Sie Ihrem Kontomenü die Ware aus, die Sie kaufen möchten und klicken Sie sie an, um den Kaufmodus zu öffnen. Bestimmen Sie die Menge und erwerben Sie die Waren automatisch von fremden Handelsschiffen. Da wir momentan Minus machen, und zwar stark, und das wird erstmal so bleiben, das wird ein bisschen dauern, aber wir kommen ins Plus. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und er hier kann ja schon mal... Auf der Brücke. Kann ja schon mal ein bisschen rumgurken. Hier, ich hau den schon mal ein bisschen... Hier in der Minimap bin ich gerade ein bisschen hier nach unten. Lalalala. Das Schiffchen kann ja schon mal ein bisschen hier die Weltmeere absegeln. So. Und ja, ich weiß, später kann man auch andere Kontinente entdecken, aber da kommen wir später zu. Also andere Welten. Und ich glaube, mit späteren DLCs kommen wahrscheinlich auch noch weitere Welten dazu. Jetzt erstmal sind wir hier in der alten Welt und da bleiben wir. Die neue kommt natürlich ein bisschen später. Und wir haben auch keine Eile. Ja, das muss ich vielleicht nochmal sagen. Ich spule selten vor. Ich muss kurz husten. Entschuldigung, ich konnte das Mikro gar nicht muten. Mist. Hab den Knopf gedrückt, aber es ging leider nicht. So, gut, diese Straße wird übrigens nicht befahren, die ist nur zum Anknüpfen, ne? Da fährt nichts. Das wirkt ein bisschen so, aber da fährt wirklich nichts. Zinkvorkommen, Eisenvorkommen. Wir haben da ein Eisenvorkommen und wir haben da ein Eisenvorkommen, das ist sehr gut für später. Denn wahrscheinlich wird es später mal Krieg geben. Stimmt der auch? Der ist so langsam. Ich spule mal vor. Nee, jedenfalls, ihr Lieben. Eine neue Insel entdeckt. Inseln werden immer gleich sofort aufgedeckt. Das heißt, hier lichtet sich der Nebel ein bisschen schneller. Die Insel ist unbesiedelt und wir können sehen, aha, es gibt Jagdgründe. Wir können Paprika anbauen, Hopfen können wir anbauen und Kartoffeln. Kartoffeln. Wir müssen bei uns... Oh, die ist schön... Die wirkt schön groß. Die sollten wir uns schnappen. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Die sollten wir uns schnappen, solange es kein anderer tut. Oh, das ist ja toll. Okay, warte mal, ich will mal was probieren. Es tut mir leid, ich muss das wahrscheinlich öfter ausprobieren. Ctrl-Shift-R.
Ich bin nicht alleine. Irgendwer ist mit mir auf dieser Insel. Hallo! Hallo, ich bringe Zivilisation! Oh Gott. Gibt es hier Ureinwohner? Ah, schön. Wir müssen hier später Brücken bauen. Oh, nice. Das sieht echt cool aus. Könnte man direkt noch ein RPG einbauen. Hey, Bluebyte! Baut doch noch ein RPG. Das fehlt einfach noch. Das ist sehr wichtig für die Reihe. Da war die Musik weg. Okay, ich gehe wieder raus. Wir müssen uns ja kümmern. Sag mal, da ist noch eine Insel. Unbesiedelt. Unbesudelt. Bisher noch unbesudelt, aber wir werden unseren Sudel dann natürlich entsprechend verteilen, wenn wir ein bisschen generieren. 31 Holzbretter haben wir wieder. Holzbretterproduktion ist akut. Okay. Aber wir haben keine Zeit für Scherze. Ich würde hier vielleicht könnten wir unsere Schafs- oder unsere Klamottenproduktion machen. Die wird später wahrscheinlich auf eine andere Insel verlagert, aber da greife ich jetzt sehr weit vor. So. Gebäude freigeschaltet, man kann nie genug Bauernhöfe haben und ich glaube, wir brauchen dann hier eine Taverne. Ein Wirtshaus. Pass auf, und ich mache das immer so. Also das ist so mein Ding irgendwie. Das habe ich auch aus Cities gemacht und so. Das mache ich öfter so bei Aufbausimulationen. Ich lasse hier immer ein bisschen Platz zum Beispiel. Die Leute brauchen einen Ort, an dem sie ihre Sorgen vergessen können. Eine Kneipe würde Gelächter und Musik in diese Siedlung bringen. Tatsächlich. Wow, danke. Wie in alten Zeiten. Richtig, hoch die Tassen. Oh, zapft dies. So, hier wird jetzt gefeiert. Ich mache das immer so, dass ich hier so quasi so einen Grüngürtel nenne ich ihn immer. Da ist der Grüngürtel. Und da kommen Sachen rein, die Wohnhäuser ringsrum alle brauchen, von denen die partizipieren. Und das grenzt immer an beide Straßenseiten an, sodass alle was davon haben quasi. Das mache ich immer so ein bisschen mittig. Hier ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich könnte rechts noch ein bisschen mehr hinbauen an Wohnhäusern. Das würde besser sein. Bauen sie eine Feuerwache. Das muss ich übrigens auch relativ früh machen bei Anno. Und die eckt jetzt an einer Seite nicht richtig an. Deswegen baue ich die hier hin und ziehe dann da eine Straße durch. So, und später baue ich hier noch ein paar Bäume hin, da genauso. Und theoretisch kann ich das anklicken und wegziehen. Und dann ist das Wirtshaus plötzlich ein weiter runtergezogen. Ich kann auf beiden Seiten dann zum Beispiel ein bisschen schön grün anpflanzen, wie zum Beispiel großes Gebüsch, großer Baum, Apfelbäume. Ich mache Apfelbäume hier hin. So. Und dann wird die Stadt auch wieder ein bisschen schöner. Und die mache ich hier auch hin. So, die Feuerwache ist ja hier eh verbunden. Das heißt, die kommen da überall weg. Ach, guck mal hier. Ubisoft Club. Was haben wir denn da? Großer Brunnen. Löwenstatue und Schachtische. Und das Denkmal, Anno 1602. Soll das nicht alles hier drin sein eigentlich? In geringem Maße ein Ornament. Das passt dann natürlich nirgendwo hin. Aber auch das ist eine Sache, die kann ich dann zwischendurch schön einbuddeln hier quasi auf diesem Grüngürtel. Und ja, das ist dann toll. So. Gut, wir brauchen dringend Klamottkes. Und ich versuche auch immer, ne, ich nenne es mal diese Schachtischoptik. Ich weiß, ob es richtig ist. Ich nenne es Excel-Optik. Excel-Optik. So, da versuche ich dann auch immer so die Produktionsstätten einigermaßen so zu halten, dass sie da so reinpassen. Und wir können zum Beispiel 3 Schafsdinger bauen. So, zack, zack. Dann haben wir da schon mal 1. Und eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, die unten zu bauen? Oder gehe ich nach oben? Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, die unten zu bauen. Also klicke ich drauf, ziehe das ein bisschen weg, drücke Punkt. Das dreht sich jetzt mit den Feldern. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Hä? Ich bin selber ein bisschen verwirrt. Jetzt auf der linken Seite. So. Ich habe es mal so rumgedreht. Und wir brauchen noch mehr Schäfereien. Warte, ich mache das hier mit Kopieren. Ja, hier kannst du kopieren, hier kann man versetzen. Das Versetzen geht aber auch so, wie ich gerade gezeigt habe. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, aha, ich kopiere das hier hin. 1, 2, 3er Abstand. Und dann kann ich die 3 Felder wieder setzen. So. Schön wäre es übrigens, das wäre richtig schön, wenn man beim Kopiertool, ich weiß nicht, wenn man länger drauf drückt vielleicht, geht das? Nein. Wenn man beim Kopiertool auch die Anordnung der Felder gleich übernimmt. Das wäre natürlich nochmal ganz cool. Aber vielleicht, ja, das ist schon
Das sind alles konstruktive Vorschläge. Aber generell, es ist auch so schon sehr, sehr geil alles. So.